Das Basisprojekt ist die Kugel Modern, die es im Shop bereits gibt. Und die Maren hat sich gewünscht, Löcher für diese Kugel. Ich habe erst gedacht, ach komm, kann das gut werden? Ich weiß auch nicht, so einfache Löcher. Und wir haben die Löcher aber auch zusammen im Livestream eingezeichnet. Hier, wartet, ich kann es nochmal ranholen. Hier, zack, steht rein zufällig hier. Ja. So sah unser gemeinsamer Prototyp aus. Da habe ich die Löcher hier mit dem Bleistift aufgezeichnet, wegradiert. Wir haben ein bisschen geguckt, wie wir es machen wollen. Und wenn ich euch die jetzt hier nebeneinander halte, guckt mal, dann seht ihr, dass ich mich ziemlich gut an das gehalten habe, was wir im Livestream auch uns gemeinsam angeguckt haben. Also ich habe versucht, das ziemlich gut genauso dann auch in die Datei umzusetzen. Die eine Schwierigkeit dabei war, dass ich gern wollte, dass es nicht zu gleichmäßig wirkt, aber trotzdem insgesamt wieder eine gleichmäßige, das klingt blöd, nicht zu gleichmäßig, trotzdem gleichmäßig. Ich hoffe, man kann verstehen, was ich meine. Also es sollte nicht wie so ein komplett geometrisches Schachbrettmuster quasi letzten Endes wirken, aber es sollte trotzdem so sein, dass man nicht denkt, ist da irgendwas kaputt, sondern sollte sinnvoll sein auf der ganzen Kugel. So, jetzt hat diese Kugel hier innen drin ja seitlich diese Klebelaschen. Das heißt, der Klebelaschenbereich, den wollte ich sehr gerne aussparen, weil wenn man da auch noch Löcher hinmacht, dann wird es auf einmal sehr kompliziert. Das ging alles noch gut auf der äußeren Kugelform. Im ersten Moment habe ich auch gedacht, okay, ich spare mir den Akt, die Seiten separat zu gestalten, soll heißen, ich spiegel das Ganze einfach. Aber da ist der Mittelstreifen dann das Problem, das würde blöd aussehen. Deshalb haben im Endeffekt die Streifen doch alle ein eigenes Lochmuster bekommen. Und ich lese es hier gerade schon, Licht rein. Ne? Genau das machen wir jetzt, wir beleuchten es jetzt mal. Und beleuchtet ist es wirklich der Knaller. Das Teil ist beleuchtet wirklich der Knaller. Wir staunen erst gemeinsam, wie schön es aussieht, und dann sage ich euch, was mir richtig Kopfzerbrechen bereitet hat, nämlich die Innenstreifen. Da erkläre ich gleich auch nochmal was dazu. So, ich habe hier einmal Lämpchen. Wir machen einmal Licht. Licht bei allen. Und ich muss einmal was holen, was euch seitlich quasi so ein bisschen auch zeigt, wie das dann leuchtet. Einfach, damit ihr das hier nochmal so richtig schön sehen könnt, wie das auch auf der Wand leuchtet. Es muss einfach nur außenrum dunkel genug sein, logischerweise, damit diese kleinen Lichtquellen auch eine Chance haben, hier ringsherum zu leuchten. Die meisten von euch haben wahrscheinlich keinen bunten RGB-Leuchtstreifen zu Hause hängen. Aber das haut halt vom Effekt hier jetzt gleich nochmal mehr rein, wenn es drumherum so schön blau ist, oder? Das blaue Licht drumherum, das kann sich schon sehen lassen. Genau, und ich wollte noch was zum Thema Innenstreifen sagen. Und zwar hatten wir eigentlich überlegt, Ralf, genau, weil du sagst, die Innenstreifen, vielleicht in Silber oder Spiegeleffekt oder so, dann knallt es noch mehr, absolut richtig. Man könnte das innen drin auch streichen, also anmalen, in der Goldfarbe zum Beispiel. Trotzdem war mir wichtig, dass erstmal innen der Innenstreifen auf jeden Fall sitzt, damit ihr innen drin die Klebelaschen wirklich weg habt, ne, damit man die nicht mehr sieht. Und ich habe da gerade den Plotter auch nochmal angemacht, weil ich euch einmal zeigen wollte, worauf es jetzt ankam, dass es mit den Innenstreifen wirklich passt. Damit ihr auch da ein bisschen versteht, was da alles in dieses Projekt reinläuft. Und zwar folgendes. Ihr habt hier außen die ganz normalen Kugelstreifen. Wenn man jetzt hier innen drin die Klebelaschen verschwinden lassen möchte, dann hat man hier Streifen, die man einklebt. So. Diese Streifen müssen etwas kleiner, kürzer, schmaler als die Außenstreifen sein. Wundert euch nicht über dieses X, das habe ich da drauf gemacht, um mich sicher zu versichern, welche die aussortierten Streifen sind. Und zwar ist das hier der Streifen, mit dem hätte es nicht funktioniert. Wenn man den außen auflegt, sieht es so aus, als würde es funktionieren. Also ihr seht, dass die Löcher eigentlich deckungsgleich sind. Aber das war mein erster Versuch und hier war der Streifen in sich noch zu lang. Weiß nicht, ob ich euch das hier vernünftig gezeigt bekomme, aber ich versuche es. Ich habe quasi versucht, den einzukleben, ich habe versucht, den einzubauen und dann fange ich ja hier oben an der Kante von der Kugel an, damit hier das Ganze schön bündig geklebt ist und versuche das hier anzubringen. Man kann es vielleicht so ein bisschen sehen, umso weiter man nach unten kommt, umso deutlicher wird es. Guckt mal, wartet. Das sind wieder die Kleinigkeiten, aber das sind die Kleinigkeiten, die mir dann halt keine Ruhe lassen und ich habe es nicht festgeklebt, ich habe es wieder rausgemacht. Vielleicht kann man jetzt hier schon erkennen, wenn ich den Finger mal drunter packe. Ist schwierig, ne? Ist schwierig zu sehen, weil es so klein ist. Aber hier innen drinne passen die Löcher dann nicht mehr richtig. Also umso weiter man runterkam am Streifen,
Umso weniger deckungsgleich war der Lochausschnitt, obwohl ich die Lochausschnitte im Innenstreifen schon müh größer gemacht habe als die im Außenstreifen. Also langer Rede, kurzer Sinn, ich habe relativ lange rumgebastelt und rumprobiert, um den passenden Skalierungsfaktor zu finden, denn was ich jetzt am Ende gemacht habe, ist Folgendes. Ich habe die Oberkante und die Unterkante vom Streifen komplett abgetrennt. Ich habe an dem Hauptstreifen den Offset nach innen gesetzt, damit der Streifen ein kleines bisschen schmaler wird. Dann habe ich lange hin und her probiert, um den richtigen Skalierungsfaktor zu finden und habe die Ober- und Unterkante so ein Stück zusammenrutschen lassen. Und das Gleiche gilt für die Löcher, die hier in diesem Streifen drin sind. Klingt total bescheuert, aber ich habe mir ernsthaft die Mühe gemacht. Jedes einzelne Loch ist entsprechend des Skalierungsfaktors auch auf diesem Streifen so ein Stück zusammengerutscht. Und dann habe ich die Löcher in sich wieder so skaliert, dass sie wieder richtige Kreise sind. Also es war ein Riesenakt, aber der Riesenakt hat sich am Ende total gelohnt, weil als ich jetzt heute die passenden Streifen eingeklebt habe, ihr glaubt nicht, wie geil das war, Entschuldigung für das Wort, aber es war einfach nur, es war ultra befriedigend, diesen Streifen da reinzukleben und er passt genau. Das war so schön, ich kann es euch nicht sagen, weil ich habe gestern Abend meine erstmalig geschnittenen Streifen runtergeholt und habe gedacht, na komm, auch wenn du heute nicht mehr streamst, du klebst die Streifen wenigstens noch ein. Und dann habe ich halt mit dem ersten Streifen angefangen, den habe ich gerade noch so reingeknört bekommen, das war der kurze hier vorne und ab dem zweiten, dritten Streifen war halt einfach Schluss. Das hat nicht funktioniert. Und dann habe ich gedacht, so ein Mist. Und habe entsprechend das nochmal alles durchgearbeitet und habe nochmal mit dem Skalierungsfaktor hin und her probiert und war heute so ultra satisfied. Wirklich, ich war so zufrieden, als ich diesen Streifen einfach einsetzen konnte. Und ich habe den deshalb nochmal in einer anderen Farbe geschnitten, weil ich wollte, dass ihr den Unterschied seht. Kann man das? Ja, hier unten kann man es schon sehen, oder? Der pinkfarbene Streifen ist der neue Streifen, der schwarze ist der alte Streifen. Und dann seht ihr hier unten, dass der schwarze Streifen länger war als der pinkfarbene Streifen. Und ihr müsstet hier auch am Lochmuster sehen, dass die oben bei den ersten Löchern gefühlt noch einigermaßen deckungsgleich sind, dass es aber dann nach unten immer unterschiedlicher wird, dass hier das Schwarz durchguckt durch den pinkfarbenen Streifen. Der pinkfarbene Streifen, der ist jetzt quasi die finale Variante. Und wundert euch nicht, wenn der jetzt wieder nicht perfekt passt, wenn ich den hier reinlege, weil wir müssten jetzt ja wieder verkleinern, weil wir wieder eine Schicht weiter innen sind. Aber ich sag's euch, ich war so happy heute, dass es geklappt hat, dass mein ganzes Rechnen und Rumprobieren am Ende sich ausgezahlt hat. Und wenn ich den jetzt außen drauf falte, das nur auch noch als Info, dann sieht es so aus, als wäre das komplett verkehrt. Logisch, weil für außen müsste der Streifen ja dann länger sein. Aber dadurch, dass wir das Ganze innen reinsetzen, muss der ganze Streifen ein Müh kürzer sein. So, und ich beginne immer an der oberen Kante, weil das eben die Sichtkante ist. Und da seht ihr, wenn ich den Streifen jetzt reinpacke, dass sich das fast wieder ausgeht. Also ich sag's euch, das ist der typische Millimeterfuchser, den man da rausholen muss. Oder eigentlich Bruchteile von Millimeterfuchser. Ich habe, wie gesagt, an den Streifen in der Länge komplett gearbeitet, habe einen Skalierungsfaktor rausgearbeitet, habe die ganzen Innenstreifen entsprechend angepasst, habe die Kreisausschnitte entsprechend zusammenrücken lassen, habe die Kreisausschnitte dann wieder zu richtigen Kreisen gemacht. Und dann haben sie trotzdem noch ein kleines Offset bekommen. Das heißt, die Kreisausschnitte innen sind einen halben Millimeter größer als die Kreisausschnitte außen, damit man trotzdem noch so ein kleines bisschen Spiel hat in der Positionierung und das am Ende alles gut aussieht. So. Ich erzähle euch das nicht, um euch zu quälen oder zu langweilen, sondern damit ihr ein bisschen merkt, was in solche Projekte immer alles reinfließt. Weil was von außen erstmal so einfach aussieht, ist ein bisschen der Grund, warum ich neulich gesagt habe, Maren, nimm einen Bohrer und wir bohren Löcher rein. Weil dann dieses ganze Rechnen zwischendrin wegfällt. Aber ich bin stolz wie Oskar, dass ich es jetzt so hinbekommen habe, dass es wirklich innen außen genau passt.